Ich bin ein Mann, der kommt beim Sex zu früh und ich habe Erektionsprobleme oder ich kann beim Sex gar nicht zum Orgasmus kommen. Ich leide darunter, das belastet mich. Ich möchte das Problem angehen. Soll ich das tun gemeinsam mit meiner Partnerin oder soll ich das ohne meine Partnerin tun? Und geht es überhaupt ohne meine Partnerin oder brauche ich sogar meine Partnerin dazu, um die Problematik vernünftig und zuverlässig aufzulösen? Dessen Fragen wollen wir heute in diesem Video gemeinsam auf den Grund gehen. Erstmal vorneweg. Die Partnerin ins Auflösen von sexuellen Problemen zu inkludieren, ist eigentlich immer, braucht man kein Hellseher für sein, eine gute Sache, ist ja völlig klar. Wenn man eine tolle Beziehung hat, wo man über Sex sprechen kann, wo man offen über sexuelle Schwierigkeiten auch reden kann und man hat eine verständnisvolle Partnerin, dann macht es nur Sinn, die Partnerin in das Ganze zu inkludieren. Warum auch nicht? Es ist eine gute Sache und kann eine Partnerschaft sogar weiterbringen. Aber, kannst du dir vielleicht schon denken, es kommt ein dickes, fettes Aber um die Ecke. Ich rede ja den ganzen Tag mit Männern, die sexuelle Probleme, die sexuelle Defizite, die sexuelle Schwierigkeiten haben. Und ich weiß dementsprechend aus der Erfahrung, dass es leider häufig so einfach, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, nicht ist. Wenn ein Mann sagt, okay, ich habe ein sexuelles Problem, ich möchte es angehen, geht zur Frau hin und sagt, hey, ich habe ein sexuelles Problem, ich möchte es angehen. Und die Frau sagt, hey, finde ich richtig cool, ich unterstütze dich dabei, lass uns zusammen zu einem gemeinsamen Projekt machen. Dann ist es perfekt, dann ist alles gut. Die Realität sieht leider manchmal anders aus. Die Realität sieht manchmal so aus, ein Mann sagt, hey, ich bin mega unzufrieden mit dem Sex, ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich nicht männlich, wie es aktuell abläuft, ich stelle es mir anders vor. Die Frau sagt, verstehe ich gar nicht so richtig, ist doch alles gut, ist doch alles in Ordnung, mach dir doch bitte einfach nicht so einen Kopf und es passt doch alles. Ne? Oder die Frau sagt, ach du, ich bin ganz zufrieden, es gibt jetzt für mich nicht großartig einen Grund, jetzt hier irgendwie großartig was zu verändern. Also in anderen Worten, es besteht nicht so eine wirklich vollkommene Offenheit, sondern stattdessen wird von weiblicher Perspektive das Thema so ein bisschen runtergespielt. Und das ist, ja, an und für sich, das ist ihre Perspektive und die hat ihre Daseinsberechtigung. Nur leider tendieren dann manche Männer dazu, sich von dieser Perspektive anstecken zu lassen und dann ihr eigenes Leid, ihre eigene Unzufriedenheit mit, wie der Sex aktuell abläuft, nicht mehr ernst zu nehmen. Ja, die gehen dann her und sagen, naja, okay, komm, also meine Freundin sagt, ich soll mich nicht so anstellen, ich soll mich entspannen und sie findet den Sex doch eigentlich ganz okay, dann okay, dann ist es jetzt halt so. Dann lasse ich mich drauf ein, dann lasse ich die Dinge so, wie sie sind. Gleichzeitig aber steckt in ihm doch ein innerer Anteil, der wirklich einfach sehr unzufrieden ist. Mit dem Sex, mit der eigenen Fähigkeit, lange Sex haben zu können, Erektionen aufzubauen etc. Und dieser Teil wird dann einfach neglected, der wird nicht beachtet. Und das ist meiner persönlichen Erfahrung nach ein riesengroßer Fehler. Warum das ein Fehler ist, da gehe ich später noch drauf ein. Vorher möchte ich noch einen weiteren Punkt thematisieren. Viele Männer stecken auch in einer Partnerschaft, wo Sexualität einfach keine große Rolle mehr spielt. Man hat wenig Sex. Wenn der Sex stattfindet, ist es so ein Jo, jetzt haben wir mal wieder Sex. Das ist jetzt nicht irgendwie, das muss jetzt kein Riesenfeuerwerk sein. Wir machen das jetzt irgendwie zusammen. Einmal alle 2 Wochen, einmal alle 3 Wochen, einmal alle 4 Wochen, einmal im Quartal, einmal im Halbjahr, einmal im Jahr, wie viel auch immer. Und dementsprechend sagt sich der Mann, naja, wir haben jetzt gar nicht so oft Sex. Da muss ich ja, wenn wir dann Sex haben, dann bin ich zwar immer enttäuscht, wie es abläuft. Aber naja, da es eh so wenig ist, dann muss ich das Problem ja jetzt auch nicht angehen. Die Frau beschwert sich auch nicht. Und dann sagt der Mann, ja gut, dann lasse ich es halt sein. Und zu diesen Punkten, die ich jetzt bis hierhin angesprochen habe, einige wichtige Implikationen. Punkt Nummer 1. Wie ein Mann den Sex empfindet, wie viel Spaß er dran hat, wie viel Freude er dran hat, wie viel Geilheit, Leidenschaft, Lust, Erregung, Männlichkeitsgefühl er dabei empfindet, spielt eine große Rolle, hat einen großen Einfluss darauf, wie häufig man
auch Sex hat in der Partnerschaft. Wenn für einen Mann Sex das Geilste auf der Welt ist und hat er mega viel Spaß dran, fühlt sich da männlich und selbstbewusst dabei, wird er den Sex auch häufiger initiieren und dann wird er auch eine ganz andere Ausstrahlung in der Partnerschaft haben und die Frau wird auch häufiger Lust auf Sex haben. Dementsprechend ist es so oder so wichtig, diese Thematik anzugehen, selbst wenn man selten Sex hat. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der folgende. Das ist jetzt eine unbequeme Wahrheit. Das ist jetzt was, wo ich bestimmt nicht viel Applaus für ernten werde, was ich jetzt sage. Aber wir leben in einer Gesellschaft, wo Partnerschaften auch mal zu Ende gehen. Und das ist sogar, wenn man Statistiken glaubt, total gängig. Viel, viel gängiger, als in einer Partnerschaft zu bleiben. Also die statistisch betrachtet sind die Chancen, dass eine Partnerschaft zu Ende geht, wesentlich größer, als dass eine Partnerschaft bis zum Ende des Lebens hin bestehen bleibt. Also wir haben bei uns im Programm richtig viele Männer, die waren in einer Partnerschaft, wo eine sexuelle Problematik richtig lang bestanden hat, aber beide Partner haben es einfach so toleriert. Sie hat gesagt, ah, es passt doch, mir ist es nicht so wichtig, ach, ich komme doch eh schnell zum Orgasmus, ist doch nicht so schlimm. Und der Mann hatte immer so in sich eine leichte Unzufriedenheit, aber dann hat er halt gesagt, naja, es scheint jetzt zu passen. So, jetzt geht diese Partnerschaft irgendwann mal zu Ende. Jetzt steht da ein Mann, der hat ein sexuelles Problem gehabt, seit vielen Jahren, hat es nie angegangen, steht jetzt davor, neue Frauen, neue Partnerinnen oder Partner kennenzulernen und hat jetzt eine in der eigenen Wahrnehmung vollkommen verkorkste Sexualität. Er hat das Gefühl, er ist gar nicht mehr bereit für den Markt, weil die sexuelle Problematik einfach, er hat es sich nie angeschaut, er hat es immer weggedrückt, jetzt plötzlich soll er neue Frauen kennenlernen und hat einfach mega viel Angst davor, massiv zu enttäuschen. Und faktisch ist es einfach so, dass es dann halt auch wirklich viele Frauen da draußen gibt, die sagen, naja, mir ist es nicht egal, wenn der Mann nach einer Minute kommt oder das ganz, ganz selten überhaupt vernünftig funktioniert. Für mich ist es sehr, sehr wichtig. Und er hat jetzt aber, der Mann hat über die letzten Jahre seine Sexualität einzig und alleine nur optimiert und ausgelegt auf diese eine Frau. Und die ist jetzt nicht mehr da. Und das ist eine unbequeme Wahrheit. Ist auch nicht schön, ne, zu sagen, hey, statistisch betrachtet geht deine Partnerschaft möglicherweise eh irgendwann mal zu Ende. Ich finde es aber trotzdem wichtig, das einfach mal zu thematisieren, weil wenn das Szenario so eintritt, dann ist es richtig, richtig ungut und kreiert sehr, sehr viel Leid. Ja, dann hat man nicht nur Trennungsschmerz, sondern auch noch diese Baustelle vor sich. Und wir haben viele Männer bei uns im Programm, die in genau dieser Situation stecken. Deswegen finde ich es wichtig, das an der Stelle einfach mal zu thematisieren. Dementsprechend, ganz, ganz wichtig, wenn du als Mann eine Unzufriedenheit hast mit deiner Sexualität, wie lange du durchhalten kannst oder wie deine Erektion mitspielt, dann geh es an. Geh es an für dich. Wenn deine Freundin zufrieden ist, wie der Sex aktuell abläuft oder dein Freund, super. Das ist doch dann umso besser. Dann kriegst du schon mal keinen Druck von der anderen Seite. Aber geh es trotzdem an für dich. Und wenn wir uns anschauen, wo sexuelle Probleme entstehen, in dir drin. Ne? Die meisten Defizite sind Defizite, die in dir drin passieren. Die haben nichts mit der Partnerschaft zu tun. Es gibt ein paar Defizite, ne, beziehungsdynamische Dinge, da muss man manchmal auch ein bisschen dran arbeiten. Aber zu einem ganz, ganz großen Teil können wir sexuelle Probleme mit Männern lösen, selbst wenn sie nicht mit ihrer Partnerin gemeinsam daran arbeiten. Wir gucken uns die mentale Ebene an, deren körperliche Ebene, ne, wie sie strategisch in den Sex reingehen, deren energetische Ebene. Und das sind alles einfach Stellschrauben, die sind nur beim Mann. Das heißt, wir brauchen hier gar nicht irgendwie jetzt eine aktive Partnerin, sondern können einfach nur in der Arbeit mit dem Mann richtig gute Fortschritte gemeinsam erarbeiten. Und ich finde, das sollte sich halt am Ende des Tages ein Mann wirklich auch wert sein. Abschließend ist mir wichtig, an der Stelle einfach nochmal eine Sache zu sagen. Und ich glaube, das ist auch mal wichtig für dich zu hören.
es gibt zwischen dir und deiner Partnerin oder deinem Partner drei Sexualitäten. Ja? Es gibt eure gemeinsame Paarsexualität, aber es gibt auch einfach ihre Sexualität und es gibt deine Sexualität. Und nur weil ihr gemeinsam eine Paarsexualität miteinander teilt, heißt es nicht, dass deine eigene Sexualität als Mann verschwindet, dass sie sich auflöst. Was du aktuell machst, ist, du verschmelzt deine Sexualität viel mit ihrer Sexualität, hoffentlich, ja, aber deine bleibt trotzdem bestehen und die solltest du wertschätzen, die solltest du ehren und wenn du mit der nicht im Reinen bist, dann darfst du dich da auf eine liebevolle Art und Weise drum kümmern. Und wenn du das tun möchtest, dann hast du die Möglichkeit bei uns, dir ein kostenloses Wachstumsgespräch zu buchen, wo wir die Möglichkeit haben, uns wirklich deine Sexualität anzuschauen, gucken, wo liegen da Defizite, was können wir machen, dass du wieder mit dir als Mann, als Liebhaber, mit deiner eigenen Sexualität richtig fett gut ins Reine kommst und genau so einen Sex dann auch haben kannst, wie du ihn dir wünschst. Denn das ist für jeden Mann im Angebot und in so einem ersten kostenlosen Beratungsgespräch können wir uns anschauen, was dafür bei dir erforderlich ist und hast natürlich dann auch die Möglichkeit danach, das Ganze mit uns auch wirklich anzugehen. Genau. Den Link zu diesem Gespräch packe ich dir unten in die Videobeschreibung rein und hoffe ich natürlich, dass wir uns bald kennenlernen. Ciao, ciao. Also ich bin zu euch gekommen mit dem Thema frühzeitiger Samenerguss. Früher ich gedacht habe, okay, ich bin froh, wenn ich über die Minute rausgekommen bin. Vorzeitiger Samenerguss. Das beschäftigt mich eigentlich schon, seit ich in der Sexualität bin. Erektionsprobleme. Und natürlich war auch die Partnerin frustriert. Da habe ich gedacht, da muss ich jetzt was tun.